Bei vielen Apple-Fans ist es ja Liebe auf den ersten Blick, wenn ein neues iPhone oder eine neue Apple Watch erscheinen. Aber es gibt eben auch viele, die nach dem zweiten Blick entscheiden. Und genau diesen zweiten Blick wollen wir in dieser Folge auf das iPhone 14 Pro und die Apple Watch Ultra werfen. Und damit herzlich willkommen zum Mac and I Podcast, Folge Nummer 44, die wir aufgenommen haben am 3. Mai 2023. Ja, mit dem zweiten sieht man ja bekanntlich besser, so lautet der Werbeslogan eines Fernsehsenders. Hier lautet er eher, mit dem zweiten talkt man besser. Hallo Leo. Hallo Malte. Jetzt pünktlich zur Halbzeit vom iPhone 14 Pro und vielleicht bei der Apple Watch Ultra wissen wir noch nicht, ob es die Halbzeit ist oder was für eine Zeit es überhaupt ist. Aber 6 Monate plus minus sind es zumindest mal. Also schon eine geraume Zeit, um mal darüber zu sprechen. Ja, und fachkundig werden wir in dieser Folge hier heute begleitet durch Sebastian Treppisch von der Mac & i-Redaktion. Hallo Sebastian. Hallo zusammen. Bevor wir uns in die Halbzeit oder in die Fortschrittsbilanz, nennen wir es jetzt mal, der Apple-Geräte des letzten Herbstes stürzen, haben wir natürlich immer erstmal unseren Blick auf das aktuelle Nachrichtengeschehen, ausgewählte Themen, die wir hier kurz besprechen wollen. Ja, und das erste kam ja tatsächlich sehr kurz vor der Sendung, recht überraschend. Also es kam ja mit Ankündigung in der Beta-Phase, haben wir es ja schon mal gesehen, ein neues Feature. Apple nennt es im Deutschen Schnellmaßnahme, glaube ich. Also ja, schnelle Sicherheitsmaßnahmen, Schnellmaßnahmen, es ist so ein bisschen variiert, glaube ich, ein bisschen die Begriffe. Also ich meine schon beides gesehen zu haben, aber also nennen wir es mal Rapid Security Response. Das ist natürlich ein sehr schöner, aber sehr sperriger englischer Begriff. Eine neue zusätzliche Update-Funktion, um halt sicherheitsrelevante Patches möglichst schnell und abseits von dem üblichen iOS-Update und auch macOS-Update-Zyklus halt einzuspielen, also zwischen den sonstigen Punkt-Updates, die so kommen. Und das hatten wir bis jetzt genau in der Beta-Phase, wie du schon sagtest, wurde das getestet, aber da auch offensichtlich nicht wirklich für echte Schwachstellen, sondern nur um die Auslieferung, um den Mechanismus zu testen. Und jetzt hatten wir praktisch den ersten allgemeinen Einsatz, dass halt einfach dieses Update aufgetaucht ist auf iPhones und auch auf Macs und iPads natürlich auch. Und damit wir zum ersten Mal das in freier Wildbahn sozusagen gesehen haben, dass Apple da eingeschritten ist, wir aber nach wie vor nicht wissen, warum, weil es keine Angabe bis jetzt dazu gab, was da für ein Problem gefixt wurde. Man kann ja vermuten, dass es ein schweres Problem war, weil sie es halt eben außerhalb der Reihe ausgespielt haben, aber wir wissen es einfach nicht und aus Apple ist bis jetzt noch keine Information rausgefallen leider. Ich hatte ja den Eindruck im Netz, dass die Reaktionen auch die waren, dass einige irritiert waren von dieser ganzen Sache, dass allein die Bezeichnung ja schon sehr merkwürdig und dann eine Versionsnummer mit einem kleinen A, das hat einige durcheinander gebracht. Was meint ihr, Sebastian, hätte Apple vielleicht dieses erste Auftauchen kommunikativ noch ein bisschen anders flankieren müssen? Also um da so diese Sorge rauszunehmen, läuft da etwas auf meinem iPhone, was nicht laufen sollte? Interessante Frage. Also ich glaube, für viele, die jetzt da nicht so im Thema sind, die halt ein iPhone einfach nutzen, die wollen da möglichst wenig überhaupt mitbekommen. Und vielleicht hätte die dann genau so eine flankierte Berichterstattung dann noch mehr irritiert. Und so haben sie es dann doch gar nicht mitbekommen. Also zum Beispiel, ob da jetzt ein A dahinter steht oder nicht oder was da genau läuft. Also was ich interessant fand, es gab ja da Nutzerberichte, die dann gesagt haben, ja, auf dem iPhone funktioniert es erstmal nicht. Ne? Also da verlangt eine Internetverbindung, die gibt es angeblich nicht, obwohl sie besteht. Und auf dem MacBook hat es funktioniert bei denen, die da berichtet haben. Ich glaube, sowas irritiert dann eher oder verunsichert, dass dann so ein Update erstmal gleich nicht funktioniert. Ja, da sind natürlich nur die reingerannt, die halt schnell
draufgesprungen sind oder es halt schnell gesehen haben. Wer sich jetzt irgendwie gar nicht um seine Updates schert, der wird ja vielleicht noch gar keinen Hinweis darauf bekommen haben. Und bis dann das Update wirklich mal aufschlägt, da hatte es Apple ja zum Glück auch wieder gefixt. Aber es ist natürlich sehr irritierend gewesen, dass die Installation fehlgeschlagen ist und ja irgendein Server offensichtlich einfach umgefallen ist oder nicht erreichbar war und es halt nicht verifizieren konnte und damit das Update halt nicht ausgeführt wurde und diese wenig hilfreiche Fehlermeldung aufgetaucht ist, ist natürlich nicht sehr sonderlich vertrauenserweckend insgesamt. Also es ist vor allem, weil das im Testlauf offensichtlich auch, oder zumindest ist es mir in den Beta-Tests, ist mir nie in dieser spezifische Fehler über den Weg gelaufen. Also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Mag auch einfach unglücklich sein oder einfach der Masse an iPhones halt geschuldet sein, wenn du halt so viel, auch Apple ist da offensichtlich manchmal überrascht, dann was da vielleicht irgendwie einfach an Traffic anfällt. Und gut, aber sie hatten es ausgeräumt und jetzt haben wir diese erste Sicherheitsmaßnahme mal durchgespielt. Jetzt hoffen wir mal, dass Apple das noch ordentlich dokumentiert, dass man auch weiß, was halt da jeweils gepatcht wird. Und kann natürlich auch sein, dass sie es einfach für sich behalten, was ich für eine schlechte Strategie befinden würde. Aber es ist halt so, dass Apple da ja manches bei den Sicherheitsgeschichten immer so ein bisschen so einen Mantel des Schweigens drüber breitet. Und wir vielleicht erst mit dem nächsten Punkt-Update dann von mir aus 16.4.2 oder 16.5, was jetzt halt als nächstes kommen mag, dann in dem jeweiligen nächsten Update sind die Patches ja dann auch enthalten und da müssten sie dann in der Dokumentation auch landen. Es kann also sein, dass wir die Dokumentation mit einer bestimmten Zeitverzögerung erst sehen und dann erst wissen, welche Bereiche gepatcht wurden und welche Sicherheitslücken spezifisch da vielleicht ausgenutzt wurden. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch den Deckmantel des Schweigens für ein paar Tage zumindest darüber legen, weil wenn sie zu dieser Maßnahme greifen, das wird dann ja wahrscheinlich nicht so eine eher theoretische Sicherheitslücke sein, sondern ich nehme mal an, um da eine Unterscheidung herzustellen zu dieser schnellen Sicherheitsmaßnahme, wird es ja wirklich eine akute Bedrohung sein, dass da wirklich eine Sicherheitslücke ist, die gerade massiv ausgenutzt wird und dass sie dann erstmal das reparieren und dann vielleicht hinterher sagen, so passt auf, das haben wir gemacht. Aber es ist natürlich tatsächlich ja so eine Sache, dass die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu kommunizieren, um die Leute halt zu warnen davor, um vielleicht auch die Dringlichkeit des Updates zu verdeutlichen. Das ist ja eben auch so ein Punkt. Klar, es klingt jetzt sehr dramatisch, aber wenn wir jetzt irgendwie die 8. Sicherheitsmaßnahme dann mal hinter uns gebracht haben, dann sind wir vielleicht nicht mehr so aufgeregt, wenn da sich plötzlich am Abend dann irgendwie was zeigt. Ja, muss man mal sehen. Ja, also ich glaube, man kann generell schon sagen, trotz, auch wenn wir immer mal wieder gesehen haben, dass natürlich Updates und sowas auch zu Problemen führen kann, ich würde tendenziell immer sagen, auf jeden Fall installieren, gerade auch diese Sicherheitsmaßnahmen jetzt, die kann man ja im Unterschied zu einem normalen iOS-Update dann auch über die Einstellungen unter allgemeinen Info, muss man glaube ich nachschauen, nach der Versionsnummer mit dem kleinen A dann dahinter, 16.4.1 mit A wäre es jetzt. Da kann man dieses Update auch wieder rückgängig machen. Also sollte man hier wirklich in Probleme rennen, kann man es wieder zurückdrehen, die Uhr, und einfach zu 16.4.1 ohne A zurückkehren, was natürlich ganz hilfreich sein kann. Ich habe jetzt noch keine großen Probleme gesehen mit diesem Sicherheitsmaßnahmen-Update, aber ja, also diese Option besteht auf jeden Fall. Und ansonsten ist es halt ganz interessant, dass sie eben diesen Zusatzmechanismus geschaffen haben und der ja idealerweise auch erlaubt, Sicherheitspatches ohne Updates einzuspielen, je nachdem welcher Bereich halt gepatcht wird. Und in dem Fall haben wir jetzt ein Update, also wenn natürlich auf tieferer Ebene eingegriffen wird oder jetzt auch WebKit an der Browser-Engine was gepatcht wurde, was gut möglich sein könnte, dann ist halt ein kleiner Neustart erforderlich. Und ich sage da bewusst kleiner Neustart, weil das wirklich insgesamt recht flott von der Hand ging. Also es ist eine viel schnellere Prozedur, als jetzt ein klassisches iOS- oder auch macOS-Update einzuspielen, was ja dann doch mal 10 Minuten dauern kann oder vielleicht auch mal Viertelstunde. Und das war halt jetzt wirklich das Update selbst ist schon klein von der Downloadgröße her, und dann ist es halt einfach, das war innerhalb von wenigen Minuten halt abgefrühstückt und das fertig erledigt. War nicht sogar mal in den Betas die Rede davon, dass es mitunter Updates geben kann, wo gar kein Neustart dann erforderlich ist? Ja, also ich bin gespannt, wann wir das mal sehen werden, aber es kann sein, wenn sie relativ weit oben irgendwas patchen, zum Beispiel in Safari jetzt selbst und nicht auf WebKit-Ebene, dann könnte es schon, also theoretisch wäre es auch möglich, dass wir mal Patches ohne zwingenden Neustart danach sehen werden. Ja,
Seien wir mal gespannt, wie das weitergeht. Es wird sicherlich noch mehr Sicherheitsmaßnahmen geben in der Zukunft. Leider werden sie nötig sein, ja. Ja, das zweite Nachrichtenthema, das, ja, da sind vielleicht auch Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, wenn es da zu sehr knirscht. Sebastian, du hast uns da was mitgebracht. Worum geht es genau? Genau, wir hatten jetzt auch Anfang Mai die Meldung, es knirscht bei Apple. Und konkret gemeint sind da die KI- und Siri-Abteilungen. Das sind sich wohl die, um es vorsichtig auszudrücken, die Mitarbeiter, die Entwickler, die Abteilungsleiter sehr uneins. Und klar sind die aktuell ziemlich unter Druck, also weil jetzt die ganzen KI-Entwicklungen, jetzt ChatGPT oder die Bildgeneratoren, die haben im letzten Jahr und diesen Frühjahr also sehr an Aufmerksamkeit erregt in der Öffentlichkeit auch, und da sind große Entwicklungen veröffentlicht worden. Und bei Apple, da fragt man sich ja, machen die eigentlich noch was mit KI? Passiert da noch was an der Siri-Entwicklung? Und da steckt auch noch ein bisschen mehr drin, weil Siri ist ja nicht so aus einem Guss. Also klar wird sowas immer weiterentwickelt, aber Apple hat ja da auch immer zugekauft und dann irgendwie neue Funktionen oder Module angedockt. Und es war nie so recht aus einem Guss. Und ich glaube, 2019 war es, hat man ja schon mal überlegt bei Apple, soll man Siri von Grund auf neu konzipieren? Und man hat sich dann dagegen entschieden. Und das Ergebnis ist eben das, was wir jetzt haben, also ein Chaos anscheinend ein bisschen in der Entwicklungsabteilung, aber auch auf Siri selbst. Und da ist mir vor einigen Wochen wirklich oft ein ganz passendes Beispiel begegnet, wenn ich auf dem HomePod einen Radiosender starten wollte und gesagt habe, hey Siri, starte Sender XY, dann hat das problemlos funktioniert. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, hey Siri, spiele in mehreren Räumen den Radiosender XY, dann hat Siri entweder einen anderen Radiosender gespielt oder okay, ich spiele deine Musik von Apple Music, oder hat gesagt, ich kann es nicht, und hat einfach dann, also ohne dass ich jetzt die Gedanken von Siri natürlich lesen kann, aber da ist es wohl so, dass Siri den anderen Weg einschlägt. Irgendwas ist mit mehreren Räumen. Ich muss jetzt irgendeine Smart Home oder HomeKit-Funktion ausführen. Und auf dieser Schiene klappt dann das Abspielen von einem Tune-in-Radiosender anscheinend nicht mehr vernünftig. Und ja, das muss Apple wieder in den Griff kriegen. Und da gibt es anscheinend ein bisschen, so jetzt ist natürlich bei mir hier, auch wenn ich den HomePod ausgesteckt habe, auf dem iPhone Siri angegangen, muss es wieder in den Griff kriegen. Und vielleicht lese ich da mal noch ein Zitat aus der Meldung vor, dass laut einem Insider hat sich die Siri-Abteilung in ein Chaos verwandelt, das durch kleinliche Revierkämpfe zwischen leitenden Angestellten und hitzigen Auseinandersetzungen über die Ausrichtung gekennzeichnet sei. Noch ein Vorwurf ist, dass selbst die Daten, die man hat, also Apple sammelt ja jetzt weniger als ein Google oder Amazon, auch über die Lautsprecher, dass die nicht vernünftig verwendet werden und ausgewertet werden, und das sei dann eine Verschwendung von Zeit und Geld. Also es scheint, dass da Tim Cook mal wirklich durchgreifen muss und das neu strukturieren muss und damit auch mal der Sprachassistent vielleicht irgendwann mal vernünftig funktioniert. Ja, vor allem, weil er halt so zentral dann zugleich ist. Also der HomePod ist ja schon ein gutes Beispiel. Der ist natürlich jetzt vielleicht kein so super wichtiges Produkt im insgesamt Line-up von Apple, aber ja, ich meine, auch das Headset, was wir ja jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach bald sehen werden, wird ein großes Element von Sprachsteuerung haben in der einen oder anderen Form. Und wenn du dann natürlich an Siri und an ständige Probleme und Grenzen und Funktionen, die dann nicht so, wie du dir das vorstellst, halt ausgeführt werden, stößt, dann ist das natürlich alles sehr unerfreulich. Also ich glaube auch, dass, also es ist eigentlich schon lang so, dass ja diese Forderung, dass Siri mal neu aufgestellt werden muss und auch eine andere Gewichtung zu bekommen hat, zumindest was man jetzt extern natürlich beobachten kann. Ich meine, sie haben ja sich da eine Koryphäe von Google rübergeholt, der da ja praktisch die Leitung übernommen hat, aber offensichtlich scheitert der auch irgendwie daran, diese Grabenkämpfe zu beseitigen oder das alles unter einen Ruder zu bringen. Und
ist definitiv ein komplexes Problem und es ist vielleicht auch einfach in Apple als Firmenkultur sehr schwierig aufgehoben, weil sie natürlich einfach eine Hardware-Maschine sind, die Hardware ausspuckt im Jahrestakt, wozu wir gleich kommen zu den Hardware-Ausspuckungen im Jahrestakt. Und das machen sie ja sehr perfekt, aber Siri ist halt ein ganz anderes Biest und es ist von Anfang an, glaube ich, mit so vielen, also als zugekauftes, als praktisch fremde Technik und dann muss das integriert werden und dann ist es irgendwie ins iPhone gekommen oder halt in iOS gekommen und in die Betriebssysteme gekommen und hat unterschiedliche Funktionen auf den unterschiedlichen Betriebssystemen und sollte irgendwie erstmal alles machen. Dann haben sie gemerkt, das geht eigentlich auch nicht so richtig, weil wir können halt nicht alles beantworten mit Siri, dann wird es irgendwie wieder weniger. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass du plötzlich halt Chatbots siehst, die halt ernsthaft irgendwie sinnvoll, also ob sie sinnvoll antworten, ist eine eigene Frage, aber die zum Beispiel eine ernsthafte Unterhaltung führen können mit Quatsch drin, aber immerhin mit Konversation, die sinnig erscheint. Und da auch da fällt natürlich Siri jetzt völlig flach in diesem Vergleich. Also da muss, es muss was passieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ob da jetzt sofort was passiert und wie schnell und ob auch die WWDC uns da schon so groß Informationen liefert. Mal schauen. Ich finde es sehr auffällig, das ist ja nicht der erste Medienbericht in letzter Zeit, der sich um Apples KI und Sprachassistentenentwicklung dreht. Und man kann, glaube ich, ganz wertfrei feststellen, dass augenscheinlich da eine ziemliche Unzufriedenheit in dieser Abteilung, zumindest bei einigen vorherrscht, dass die Öffentlichkeit suchen, was in so einer zugeschlossenen Firma wie bei Apple ja auch schon ein ganz besonderer Akt ist. Also entweder ist es der Frust darüber, dass einfach andere Lösungen besser sind und man sucht jetzt Gründe dafür als Beteiligter oder aber das hat das Fass zum Überlaufen gebracht, weil vielleicht sowieso Unmut da war über die Weiterentwicklung und ja, das hat jetzt ChatGPT oder generell die Entwicklung der generativen KIs das dann ja, befeuert. In einem Punkt, Leo, möchte ich kurz einhaken. Also ich glaube, das Thema Sprachassistent und KI ist vor allem für Apple insofern ein schwieriges, weil sie ja sehr viel gerne mit kontrollierten Umgebungen arbeiten. Und gerade dieses KI-Umfeld ist ja völlig unkontrolliert. Der Nutzer kann ja alles Mögliche da reinwerfen. Und wir sehen ja auch bei den anderen Firmen wie OpenAI und die größte Herausforderung besteht ja im Moment, zumindest dem Anschein nach, darin, dass in Bahnen zu lenken, dass da nicht Unfug mitgetrieben wird und so und weniger daran, das weiterzuentwickeln. Da sind die Schritte oder da geht es viel geräuschloser zu in der Richtung. Und ich glaube, das ist so ein Bauchschmerz, den Apple wahrscheinlich auch die ganze Zeit hatte und der sie jetzt umso mehr plagt. Die Frage, wie kommen wir denn raus aus der Nummer? Ne? Also wie befriedigen wir auf der einen Seite dieses Bedürfnis der Leute, die ja eben sehen, was andere damit treiben und wie bleiben wir denn so in unserem Wallet Garden unterwegs? Das ist sicher ein schwieriger Spagat. Also ich bin sehr neugierig darauf, wie Apple den lösen wird, weil ich meine, die KI-Glocke werden sie sicher klingen lassen in irgendeiner Form auf der WWDC, aber was spezifisch Sprachmodelle angeht und also große Sprachmodelle und Siri angeht, da sehe ich noch nicht so recht, wie wir sofort zu einer Lösung kommen sollen, dass du dann ein Sprachmodell hast, was wirklich mit dir Konversation führen kann, aber halt nichts allzu furchtbaren Quatsch halt auch sich entlocken lässt. Das ist eine Schwierigkeit, die noch nicht jetzt so einfach, glaube ich, vom Zaun gebrochen werden kann. Außer Apple hat da schon was im Ärmel, von dem wir nichts wissen. Aber so ganz kann ich es noch nicht sehen. Also KI ja, aber Sprachmodelle, schwierig. Ja, ich glaube, es wäre schon ein riesiger erster Schritt und der würde wahrscheinlich auch beklatscht werden von vielen, wenn Siri zumindest natürliche Sprache besser verstehen würde, was ja mit Hilfe von Text-KIs auch möglich wäre, dass wir nicht dieses Vokabular der Apps lernen müssen, wie genau sie anzusteuern sind, sondern dass da wirklich, ja, dass man die Intelligenz nicht unbedingt jetzt in Geschwafel von Siri dann künftig feststellt, weil das so sehr riskant ist auch für Apple, aber eher so in der Sache, dass zumindest das vorhandene Instrumentarium, und das ist ja, ich stelle immer wieder fest, es gibt so viele Sachen, die man da schon machen könnte, aber ich weiß einfach, kenne die Triggerwörter dann in dem Moment nicht oder sag was Falsches. Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür, aber auf jeden Fall, das ist immer so die Hürde dann, die da auf dem Weg ist. Und das würde enorm helfen, wenn das System viel mehr ja, verständnisvoller ist gegenüber dem Nutzer, mehr auf die natürliche Sprache der Menschen eingehen könnte, als das auch heute noch der Fall ist.
Ja, wenn ihr mögt, dann lasst uns von der Software zur Hardware kommen, die ja auch eine sehr wichtige Rolle spielt, um diese Anwendung zu ermöglichen. Wir haben zwei große Neuerscheinungen des vergangenen Herbstes, die wir hier besprechen wollen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem iPhone 14 Pro an. Da hat sich ja äußerlich ja schon eine Menge getan. Thema Dynamic Island, Always-on-Display. Wie ist denn so eure Zwischenbilanz jetzt nach mehreren Monaten, Sebastian? Also jetzt konkret auf, also insgesamt, ja, ist ein Top-Gerät, ein tolles Gerät, total hochwertig. Also ist man von Apple gewöhnt oder sagt man vielleicht schon, ist es selbstverständlich. Und ja, das belegt auch das iPhone 14 Pro wieder. Also es ist einfach ein tolles Ding, weil du jetzt Dynamic Island schon angesprochen hast. Das fand ich ein sehr kluger Schachzug von Apple. Also zu sagen, wir brauchen dieses große Kameramodul noch, den Notch wollen wir irgendwie wegkriegen und jetzt machen wir es nicht wieder wie beim Notch. Wir versuchen das mit einem dunklen Hintergrundbild irgendwie auf den Pressebildern verschwinden zu lassen, dass wir hier so eine riesen Kamera vorne ins Display gemacht haben. Bei vielen Android-Kameras, da ist ja ein kleiner Punkt nur vorne. Sondern dass sie da offensiv vorgegangen sind und gesagt haben, hier ist die große Kameraaussparung und wir machen sie noch größer und dafür bietet sie noch Funktionen. Und wie das umgesetzt ist, ist einfach schön gemacht. Also wie dann beim Entsperren von einer App dann dieses Fenster sich vergrößert und dann wieder zusammenswitcht oder wenn ein Audioplayer im Hintergrund spielt und dann das Album und die Wellenform oben eingeblendet wird. Wenn das stört, dann kann man diese Wellenform einfach nach innen wischen und dann ist sie weg und genauso kann man es wieder nach außen wischen und dann ist sie wieder da. Also das hat Apple gut umgesetzt und ist nicht so, wie dass man sagt, okay, hier muss Apple dann im nächsten System dann wieder alles anders machen, damit da ein Schuh draus wird, sondern das ist einfach charmant. Es ist halt, im Prinzip ist es noch ein Fehler, ne, dass da ein Loch im Display ist in der Darstellung. Aber da hat Apple das Beste draus gemacht. Oder siehst du das anders, Leo? Nee, ich habe auch das Dynamic Island zu schätzen gelernt im letzten halben Jahr. Also ich hatte mir am Anfang natürlich die Frage gestellt, also ich meine, dass es liebevoll umgesetzt war, glaube ich, das konnte man auch wirklich gleich vom Fleck weg sehen und sagen, weil es wirklich, also Apple sich sehr viel Mühe gegeben hat jetzt mit den Details, mit den Animationen und so weiter. Das, glaube ich, war von Anfang an sehr stimmig. Aber die Frage war halt, oder meine Frage im Hinterkopf war halt, wie lange erfreut mich dieses Dynamic Island dann, wenn ich das iPhone halt im Alltag nutze. Und da würde ich jetzt nach einem halben Jahr tatsächlich sagen, dass ich es irritierend finde, zu einem iPhone zu wechseln ohne Dynamic Island. Also es ist jetzt tatsächlich ein Element, was mir abgeht, auch wenn, da hatten wir uns letzte Sendung schon drüber unterhalten, noch zu wenig Apps es unterstützen aktiv, also es im Moment und auch das Betriebssystem noch mehr Elemente dorthin verlagern könnte. Aber selbst die Basissachen, wie die Musiksteuerung, die du gerade schon angesprochen hast, selbst die empfinde ich als so nützlich, weil das iPhone so beschränkt ist, was Multitasking angeht und verschiedene Informationen bereitzuhalten und diese zusätzliche Informationen über eine Hintergrundaktion, die halt gerade passiert und in die ich halt kurz steuernd eingreifen kann oder halt kurz mehr Informationen ausklappen kann, wenn ich da oben auf das Dynamic Island drauf tippe, dann ist das für mich ein Mehrwert, den ich tatsächlich sehr, sehr nützlich finde und halt auch nicht mehr missen möchte. Und ähnlich ist es auch mit dem Always-on-Display. Da war ja auch die große Diskussion am Anfang, okay, auf der einen Seite, was mussten sie es mal mehr oder weniger machen, weil es halt im Markt schon längst angekommen war und weil, glaube ich, auch da schon ein bisschen die Erwartungshaltung ist, es ist eigentlich komisch, dass das Gerät halt schwarz ist, wenn es auf dem Tisch liegt und halt gar nichts anzeigt. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass mich damals beim Test vom 14 Pro und Pro Max, dass mich das Always-on-Display am Anfang auch sehr irritiert hat, weil nach 15 Jahren iPhone natürlich ich gewohnt war, dass dieses Gerät halt mit schwarzem Display auf dem Tisch liegt. Und wenn man dann so aus dem Augenwinkel gesehen hat, das ist nicht aus. Das wirkte am Anfang wie ein Defekt, weil es gibt ja diesen komischen Zustand, bevor das Display ausgeht, wenn sich so ein bisschen dimmt. Und genauso sah das für mich aus. Und es gab, glaube ich, eine ganze Reihe von
iPhone 14 Pro-Käufern, die es auch relativ schnell dann einfach abgeschaltet haben, weil es zu irritierend war. Und also ich kann nur empfehlen, es nochmal anzuschalten und nochmal auszuprobieren, weil ich empfinde es wirklich jetzt nach dem halben Jahr, würde ich sagen, ist es für mich ein ganz klarer Mehrwert, dass ich einfach eben aus dem Augenwinkel mal aufs iPhone schauen kann und auch gar nicht drauf tippen muss und nichts machen muss, sondern einfach nur sehe, ob man kann ja auch schon erkennen, ob irgendwas an Benachrichtigungen sich auf dem Sperrbildschirm zeigt, die vielleicht wichtig sind oder worauf man auf eine Nachricht, auf die man wartet. Und das allein, so diese Kontextinformationen, plus halt, wenn man irgendwelche Widgets sich auf den Sperrbildschirm gelegt haben, die vielleicht irgendeine Statusinformation zeigen. Also das empfinde ich als sehr, sehr praktisch. Deshalb diese beiden Vorder-Display-Neuerungen vom iPhone 14 Pro würde ich nach einem halben Jahr als einen sehr eigentlich großen Sprung bezeichnen und auch einen klaren Vorteil gegenüber 13 Pro und 12 Pro auch, also den beiden direkten Vorgängern. Ich glaube, ich habe das auch nicht nur Tage, sondern wochenlang immer mal wieder ausschalten wollen, weil es halt am Tisch lag und geleuchtet hat. Aber ich habe es dann dadurch angeschaltet, ja, und nicht ausgeschaltet. Also das kann ich gut nachvollziehen, das Irritierende. Und am Anfang dachte ich auch, ja gut, nice to have, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe es natürlich angelassen und es ist schon praktisch. Also genau wie du schon sagst, Leo, die Widgets, dass man sich da was vorne drauflegen kann, auch wenn man da noch recht beschränkt ist, aber dass man dann die, weiß nicht, Temperatur oder den Akkustand von irgendeinem Gerät dann sich einblenden lässt. Und natürlich einfach die Uhrzeit auch, ne? Also das ist schon praktisch und es schaut halt einfach ein bisschen besser aus. Ja. Genau, der Lockscreen ist auch. Entschuldigung. Der Lockscreen ist auch so ein bisschen heiliges Land, habe ich immer das Gefühl. Ne? Also es ist so, das zeigte sich ja schon bei den Verbesserungen oder Veränderungen, die wir bei den Notifikationen, bei den Benachrichtigungen in der Vergangenheit gesehen haben, dass da unterschiedlichste Nutzerwünsche aufeinander prallen. Diejenigen, die das in aller Größe und Ausführlichkeit dargestellt bekommen möchten, andere, die so wenig wie möglich, auch mit Blick jetzt auf die, kann mir keiner über die Schulter gucken, Geschichte, da einfach Sicherheit haben wollen. Und diesen Spagat musste Apple ja jetzt gehen, weil das Always-On-Display ja noch sichtbarer dann eben dieses Telefon macht. Ich finde, da hat Apple das sich auch wieder also ganz gut durchdacht. Also zum Beispiel sehe ich ja auf dem Always-On-Display immer, wie gerade das Wetter ist. Wenn ich mir da dieses kleine Widget einblende und man kann sich auch das Schlaf-Widget einblenden und das zeigt, wenn Face ID mich erkannt hat, zeigt es an, wie lange ich die letzte Nacht geschlafen habe. Und im Büro oder weiß der Kuckuck wo, will man ja vielleicht nicht, dass der Chef sieht, oh, warum war der nur 4 Stunden im Bett oder der war ja 14 Stunden, hat er geschlafen oder was soll das? Und wenn das iPhone eben nur da liegt und aber mich nicht davor erkannt hat, dann zeigt das einfach nur das Bett-Symbol an. Also das ist ähnlich wie bei den Mitteilungen, dass auch diese kleinen Widgets bei sensiblen Daten erst entsperrt sein müssen. Und dadurch ist diese Funktion natürlich auch gleich nützlicher, weil man sie lieber verwendet. Ja, das ist ein gutes Beispiel, wie sie das klug weiterentwickelt haben. Es ist ja auch beim Always-On-Display haben sie ja auch mit einem Update noch weitere Optionen geboten, dass man sich das etwas individueller einstellen kann, wie viel man tatsächlich sehen möchte, ob das Hintergrundbild zum Beispiel aufleuchten soll. Und auch da, finde ich, haben sie diesen Einzelwünschen noch mehr Rechnung getragen, als das so in diesem Auslieferungszustand damals der Fall war. Ja, gerade wer auch Angst im Hinblick auf die Akkulaufzeit hat. Also es ist so, das Always-On-Display kostet in irgendeiner Form natürlich Akkulaufzeit. Ich meine, es ist ein leicht leuchtendes Display mehr. Und es ist ja auch schon so, dass die Helligkeit des inaktiven Displays halt hochgefahren wird, wenn man zum Beispiel jetzt das iPhone 14 Pro jetzt im Sommer oder jetzt fängt es ja schon wieder an, sehr sonnig zu werden, wenn man das draußen irgendwie im Garten auf dem Tisch liegen hat und es scheint halt hell die Sonne, dann ist auch dieses inaktive Display natürlich deutlich heller, damit man überhaupt noch was sieht da drauf. Also solche Sachen beeinflussen auf jeden Fall in der einen oder anderen Form die Akkulaufzeit. Ob sie jetzt dramatisch beeinflussen, ist eine andere Frage. Also kann es bei mir eigentlich nicht sagen, dass das wirklich furchtbar beeinträchtigt hätte, auch wenn ich es mal im Vergleich dann halt ausgeschaltet habe, komplett. Aber wer hat Angst hat, also man kann natürlich diesen Mittelweg fahren und das Hintergrundbild zum Beispiel, wie du gerade sagtest, diese neuen Optionen, die Apple ja erst nachgereicht hat, das Hintergrundbild zu deaktivieren, sodass man halt einen schwarzen Bildschirm hat, auf dem dann nur die Uhrzeit vor allem angezeigt wird. Da hat man so einen kleinen Kompromiss dann nochmal drin. Also
das auf der anderen Seite war die Akkulaufzeit jetzt bei 14 Pro und vor allem natürlich beim Pro Max war so gut. Es ist ja immer so, jedes Jahr ist es eigentlich so, Apple schraubt nochmal, also sowohl was den Chip angeht, jetzt den A16 an der Effizienz und kitzelt da ein bisschen mehr raus, aber bringt dann halt auch Funktionen, die wieder ein bisschen mehr von dieser Effizienz sich halt aufsaugen und dann läuft so ein bisschen, ist das so ein Nullsummenspiel, dass man halt ungefähr wieder auf der Akkulaufzeit dann auch des Vorjahresmodells landet oder jetzt vom 13er, die ja auch beim 13er und 13, beim 13 Pro und 13 Pro Max schon extrem gut war, die Akkulaufzeit, also das ist... Ich glaube, das ist schon. Das möchte ich ein bisschen relativieren. Die Aussage extrem gut. Also einerseits hat Apple das mit dem Always-On-Display sehr gut gelöst. Also da bin ich ganz bei dir. Auch wenn man das iPhone ja umdreht, leuchtet es der Bildschirm nicht. Oder als Apple Watch-Besitzer, wenn man nicht in der Nähe von seinem iPhone ist, dann schaltet das ja auch ab. Ne? Manchmal erwische ich es, wenn ich rankomme. Ah, jetzt hat sich's gerade aktiviert. Ne? Also da hat sich Apple wirklich was dabei gedacht. Auch andererseits, jetzt hat man wieder ein verlängertes Wochenende oder ist dann ein Tag irgendwo in der Stadt unterwegs, nutzt die Navigation und macht einige Fotos und Bilder. Und ich habe am Schluss, obwohl ich das Pro Max habe, das ja wirklich gut ein großes Display, aber halt auch einen großen Akku hat, bei dem dann so das normale Funkverbindungen oder so gar nicht mehr so ins Gewicht fallen und muss am Abend Angst haben, dass ich noch heimfinde und auch noch mit dem Barcode auf dem Handy das Tor entsperren kann, weil der Akku unter 20% gerutscht ist. Ne? Und das dachte ich eigentlich, dass es bei so einem Gerät, und hätte der mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich gedacht, nee, also irgendwann ist dieses Problem mal gegessen und es gibt eine Lösung. Aber gut, ist klar, die Batterietechnik, die kommt nicht hinterher. Und ja, also mir reicht die Akkulaufzeit nicht aus. Ja, das ist schon lustig, weil das Pro Max, ich meine, mehr kannst du halt nicht mehr rauskitzeln am Schluss. Und es ist natürlich wirklich richtig. Also je nach, also in dem Moment, in dem es wirklich mal intensiver wird und Navi und oder irgendwie auch unterwegs und Fotos und Filme machen und so weiter. Und wenn man wirklich auch irgendwie auf Reisen ist oder im Urlaub ist oder halt irgendwie und wirklich viel unterwegs ist, dann merkt man natürlich schnell, dass dieser Akku, selbst der größte Akku, einen vielleicht nicht wirklich über den Tag reicht. Das ist tatsächlich ein immer noch ungelöstes Problem. Ich bin jetzt zum iPhone 14 Pro vom 12 Mini gekommen und das 12 Mini war wirklich sehr beschränkt, was die Akkulaufzeit angeht. Ja. Deshalb ist es für mich, war das wieder eine sehr große Verlängerung, was die Geräte unterm Strich geboten haben. Aber ja, also am Schluss braucht man irgendwie dann doch wieder einen externen Akku für die Extremfälle. Andererseits musst du den großen Akku auch laden. Ne? Und einmal habe ich über Nacht dann mit einer Powerbank den Akku geladen. Da hatte ich wohl eine zu kleine Powerbank dabei. Da waren es halt 30% mehr auf dem Handy, ne? Weil die Powerbank nicht mehr hergegeben hat, wenn man noch die Verluste dann einrechnet. Und wenn man nur kurz mal eine Steckdose in der Nähe hat, dann für 10 Minuten, dann, also das ist unglaublich, wie man daneben sieht und denkt, ja, kann doch mal 1% höher gehen und er füllt sich nicht, weil er halt so groß ist. Also ja, ich hoffe, da tut sich in diesem Jahr wahrscheinlich nichts, im nächsten vielleicht auch noch nichts, dass da irgendwann mal wir noch eine bessere Akku-Cup-Technologie bekommen, die dann auch für die ganzen Funktionen, die wir ja auch nicht abschalten wollen, ne? Also ja, ich könnte ja auch ständig den Stromsparmodus drin haben, dann wird es natürlich noch einige Prozent sparen. Habe ich dann auch jetzt am Wochenende gemacht. Aber ich hoffe da mal noch auf eine tolle Entwicklung. Das iPhone mit Brennstoffzelle steht ganz oben auf der Wunschliste, höre ich hier raus. Ja, apropos Leistung. Sprechen wir über den A16-Prozessor, den Apple ja auch bewirbt. Spielt das eigentlich noch eine Rolle? Ist das eigentlich so jetzt in eurem Erleben, jetzt nach ein paar Monaten, ein Punkt, wo ihr im Gegensatz zu anderen Features gesagt habt, da merke ich wirklich für mich im Alltag eine spürbare Verbesserung? Also ist schon interessant, dass Apple den A16 nur für die Pro-Modelle vorgesehen hat und die anderen noch auf dem alten sitzen. Und ich meine, es läuft fast alles total zackig. Insofern, so über einen Prozessor zu sprechen beim neuen iPhone, da denke ich mir immer, ja, das
können wir in 4, 5 Jahren nochmal machen und gucken, wie dann das, ja, dann iOS 22 oder keine Ahnung, bei was wir dann sind, wie das laufen wird und ob man dann sagt, ja, gut, dass ich das Pro-Modell habe mit dem A16 und nicht mit dem A15. Ne? Es gibt allerdings ein Merkmal, wo ich mir denke, da sieht man jetzt, dass der Prozessor an die Grenzen kommt oder die ganze interne Verarbeitung, das ist wahrscheinlich nicht nur der A16 da, und es ist bei der Kamera, die hat ja jetzt 48 Megapixel, und wenn man da ein ProRAW-Bild macht und dieses Bild dann öffnet, dann sieht man, okay, jetzt braucht das iPhone kurz, um das zu berechnen und um das richtig darzustellen. Ja, und es ist interessant, dass man sowas jetzt schon sieht, so eine Verzögerung. Bin mal gespannt, wie das dann in ein paar Jahren ist. Ja, es ist interessant, dass man doch, also im normalen Alltag und mit dem Standardportfolio an Apps, würde ich auch sagen, ist seit vielen Jahren kein wirklicher Unterschied mehr zu merken von Prozessor, von A-Chip-Generation zu A-Chip-Generation. Aber jetzt, wenn es dann an die Grenzfälle kommt, und Grenzfälle heißt in dem Fall auch schon riesige Fotos, riesige ProRAW-Fotos, zur Kamera kommen wir ja gleich auch noch, dann merkt man das schon jetzt ja lustigerweise natürlich auch, was mit den AI-Geschichten natürlich vorangeht, sehen wir ja auch Tools. Also Stable Diffusion gibt es ja auch in verschiedenen Variationen als iPhone-App. Und wenn du natürlich solche riesigen Modelle zur Bildgenerierung auf das iPhone loslässt und da halt die Bilder lokal auf dem iPhone, auf dem Chip generieren lässt, dann merkst du auch, das iPhone wird heiß, und da wird auch dieser A16 natürlich ausgelastet, und du musst immer noch warten, bis dieses Bild generiert wird. Und da sieht man natürlich dann auch einen Unterschied im direkten Vergleich zu den älteren Chips, dass du halt wirklich natürlich eine höhere Leistung dann hast und ein bisschen weniger lang warten musst. Aber warten musst du im Moment halt überall. Und das heißt, wir sind da jetzt dann doch nochmal auch bei, ja, Videoschnitt wird man, aber es gibt ja auch Tools fürs iPhone, wo man durchaus da Zeug machen kann und Filter, die halt über also live 3D-Filter, Snapchat-Filter oder irgendwas. Also ich meine, es gibt ja schon einen Berg an Zeug, das inzwischen halt da wirklich die Leistung durchaus auch brauchen kann. Und da, ich meine, da wirst du jetzt mit dem A15 auch nicht traurig daneben stehen und sagen, oh nein, mein Snapchat-Filter ist zu langsam. Aber es sind halt schon Elemente, die es einfach, die Geräte inzwischen wieder ausreizen. Mehr ausreizen, als ich für viele Jahre das Gefühl habe, der normale Sprung halt bei den Apps war. Aber wir haben jetzt wirklich, also das ist da auch durch die KI-Tools und das Zeug, was da kommt. Und wenn das halt lokal wirklich auf dem Gerät stattfindet, und auch Apple ja gern natürlich mehr Funktionen und KI-Funktionen auch lokal auf die Geräte, auf den Geräten umsetzt, damit halt eben das Zeug nicht irgendwo in der Cloud gerechnet wird, sondern auf dem iPhone, dann ist die Leistung auf jeden Fall, je mehr Leistung, desto besser. Also das ist auch, und natürlich, weil die Geräte ja auch über Jahre letztlich im Handel sind, erstmal von Apple selbst noch über Jahre verkauft werden meistens, oder mindestens mal 1-2 Jahre, und dann nochmal die ganzen Wiederverkäufe passieren. Also solche Geräte sind ja über 5 Jahre locker mal im Einsatz, und dann bist du natürlich froh, wenn du 2028 halt einen A16-Chip hast, mit dem du immer noch sozusagen die normalen Sachen, immer noch deine Messenger benutzen kannst und Mails und alle normalen Sachen machen kannst. Die Kamera ließ sich jetzt gerade in unserer Diskussion schon leicht blicken. Werfen wir jetzt mal einen gezielten Blick drauf. 48 Megapixel lautet ja das große Stichwort, was Apple in dem Zusammenhang in den Raum geworfen hat. Wie sind eure Erfahrungen damit? Also großer Sprung nach vorne, mittlerer Sprung nach vorne, überhaupt ein Sprung nach vorne? Wie bewertet ihr die Kamera? Also Apple hat die ja jetzt immer schon Schritt für Schritt, also gerade in den letzten Jahren, sehr stark verbessert. Also gerade die Nachtmodus-Geschichten oder Nachtbilder und bei schlechten Lichtverhältnissen, die waren wirklich lange ein Problem, auch im Vergleich zu den Konkurrenz-Smartphones, da war Apple nicht gut. Und ich weiß nicht, wann es dann losging, so ab iPhone 11, glaube ich, wo sie dann wirklich Schritt für Schritt daran stark gearbeitet haben. Und Tageslichtaufnahmen, die war schon immer sehr gut. Also was heißt immer, seit, weiß nicht, iPhone 4S waren sie schon okay, aber dann auch 8, da macht man tolle Fotos, oder iPhone XR damit.
Und die 48 Megapixel, die bekommt man ja relativ selten. Also erstens muss man ProRAW einstellen und dann auch die 48 Megapixel wählen. Man kann auch die 12 Megapixel weiterhin nehmen. Und die Größe eines Bildes wächst dann immens. Also ein normales Bild hat ja knapp 2 Megabyte meistens. Und da waren es dann 75 Megabyte. Und dann auch kein Wunder, dass dann das 14 Pro dann auch ganz gut da rechnet. Wenn man wirklich ein Bild dann mal groß zieht und genau reinschaut, dann sieht man allerdings schon, da sind ein paar mehr Details zu erkennen, als wenn man es jetzt nur mit 12 Megapixel aufnimmt. Und die Kamera ist aber ja nicht nur für die hohe Auflösung dann gut, sondern bei schlechten Lichtverhältnissen, da werden die Pixel ja gebündelt. Deswegen hat man wieder 12 Megapixel, um da einfach die Lichtausbeute dann zu erhöhen. Also das sind im Prinzip verschiedene Herangehensweise, ob ich die einzelnen Pixel größer mache oder mehr Pixel kleiner nehme und die dann dafür gruppiere. Und bei anderen Smartphones, da geht es ja auch bis hin zu 100 Megapixel. Da, wenn man so ein Bild sich anschaut und da ins Detail geht, dann ist es ziemlich, das schaut nicht wirklich besonders gut aus, aber dadurch, dass dann die Pixel wieder kombiniert werden, wird es interessant. Und die Kamera ist schon wirklich gut, dass Apple auch diesen Schritt gegangen ist. Es hilft ja auch dabei, wenn man dann gleich so diesen Zoom-Faktor 2 nimmt, für den es jetzt keine Optik gibt, dass man da dann wirklich schöne 12-Megapixel-Fotos rausbekommt. Aber an der Spiegelreflexkamera oder Systemkamera, da kommt es insgesamt doch nicht ran. Also man sieht immer noch, dass es ein Smartphone-Bild ist. Da lässt sich die Physik auch nicht austricksen. Auch wenn natürlich manche Bilder mit dem iPhone schon schöner werden, weil eben diese Verarbeitung, ob das jetzt HDR ist, die Farben, die Kontraste in den Griff zu kriegen oder denn die Rauschreduzierung, da ist das iPhone richtig gut dabei, das zu berechnen. Ja, also würde ich alles unterstreichen. Für mich ist es so, dass, und das ist mir jetzt beim 14 Pro zum ersten Mal so aufgefallen, auch im längeren Einsatz, dass ich den Eingriff, die Nachbearbeitung recht intensiv teilweise finde, je nach Motiv. Also die Kamera oder die Software greift sehr stark nicht in die Bildgestaltung, aber in das Bild, das am Schluss natürlich herausfällt, ein. Und ich hatte das damals im Test, ist es mir vor allem bei Nachtaufnahmen aufgefallen, die sehr stark mitunter je nach Motiv natürlich und also sehr stark nachgeschärft werden teilweise. Das kann auch gut aussehen. Es ist nicht so, dass das per se irgendwie schlecht aussieht. Es ist nur was mich teilweise irritiert hat, auch bei, also auch HDR-Aufnahmen so mit starken Kontrasten tagsüber, die auf der einen Seite gut untergebracht werden, die unterschiedlichen Helligkeitsstufen, also holt natürlich viel aus dem Bild raus, aber hat dann zugleich halt das Problem, dass es halt diesen so einen überzeichneten, überstrahlten Charakter hat. Und ich empfinde es auch oft als unangenehm, dass das iPhone ja sein Display HDR voll aufpowert. Wenn man ein Foto halt in HDR aufgenommenes Foto aufmacht, dann wird man plötzlich vom Himmel praktisch voll angestrahlt, wo halt irgendwo die Sonne noch mit drin war. Und dann hast du einen ganz anderen Kontrast und einen ganz anderen Bildeindruck, als wenn du es natürlich auf einem Nicht-HDR-Display anschaust. Und es ist auch so, dass ich oft versuche, das wieder zu eliminieren, weil es mir zu extrem ist. Das trifft nicht mehr die Situation, das trifft nicht mehr das, was meine Augen gesehen haben. Und dieses Basisproblem, das finde ich, ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Apple da nochmal etwas runterfährt. Das, was in den Bildern nachjustiert wird, dass sie da noch mal ein bisschen sanfter rangehen. Weil eigentlich hat Apple ja von der Kamera eine relativ natürliche Abstimmung oder eine relativ neutrale Abstimmung. Du kannst ja mit diesem fotografischen Stil, kannst du ja selbst so ein bisschen einstellen, willst du es ein bisschen knackiger, willst du es ein bisschen kontrastreicher und wärmer, du wieder kühler. Aber
die Kamera an sich ist eigentlich, arbeitet relativ neutral, aber jetzt durch die Nachbearbeitung, die automatisch passierende Nachbearbeitung der Bilder und Belichtungsreihen und was die Kamera halt alles macht, während sie halt einfach ein Foto in Anführungszeichen macht. Mir ist es ein bisschen extrem. Ich weiß nicht, Sebastian, wie es dir da geht. Also ich meine, das ist ja auch je nach Motiv sehr unterschiedlich oder auch nach dem Geschmack und dem Effekt, was man am Schluss rausziehen will aus dem Bild. Aber ich ist was, worüber ich immer wieder stolper bei der Kamera. Also ich kann das gut nachvollziehen. Eigentlich mag ich auch möglichst natürliche Bilder, wobei sie schon gerne auch mal je nach Motiv dann kräftige Farben haben dürfen. Ich finde aber eigentlich, dass es die Kamera recht gut löst. Also wenn ich da dran denke, wie vor ein paar Jahren HDR aussah, da sah dann um die Sonne wie mit einem Buntstift noch mal ein bisschen drumherum nachgemalt aus. Ja. Das war halt eigentlich richtig schlecht. Man hat es auf den ersten Blick gesehen. Und ich meine, ich fotografiere heutzutage auch dann manchmal so gegen die Sonne, so wo ich mir denke, ja gut, mein Spiegelreflex, du wirst das jetzt auch nicht ordentlich hinkriegen. Wenn ich da die Schattenbereiche noch sehen möchte, dann muss ich die kräftig aufhellen und dann wird es auch verrauscht und farblos und nicht schön. Und das iPhone, das denkt halt, ja gut, jetzt will er das halt so fotografieren, dann bündel ich halt die totalen hellen Stellen und die total dunklen Stellen auf ein normales Maß zusammen da auf dem Bild. Und ich finde, insofern ist es schon ganz okay. Also es stimmt schon, die Kamera, die gibt auch wenig Möglichkeiten dann, dass man da noch dann selber was nachsteuern kann oder was man alles nicht möchte. Also da muss man dann eher gucken, ob es da eine Drittanbieter-App, ob man da eher das Ziel bekommt, das man haben möchte. Ja. Ja, es ist vielleicht Klagen auf hohem Niveau an dem Punkt bei der Kamera, weil es ist schon sehr, sehr beeindruckend, was sie rausholt und dann halt auch eben einfach ohne praktisch viel Mühe sich geben zu müssen, sondern einfach das Motiv abzulichten und dann halt versucht natürlich da. Und Fotografen, die wirklich Fotografen sind, die geraten da vielleicht schnell an den Punkt, dass sie sagen, ja, aber ich würde halt lieber gern so das und das machen und hier eingreifen und stellen mir es aber so vor. Und für die meisten wahrscheinlich ist es einfach ideal, dass halt das Foto irgendwie sinnvoll belichtet wird und du alle Bereiche ungefähr schön abgedeckt hast und du siehst halt, was auch immer du da aufnehmen und dich dran erinnern wolltest. Übrigens, kleiner Tipp, wenn man so eine Nicht-HDR-Fassung sehen möchte, einfach über den Teilen-Button gehen und dann mal zum Beispiel jetzt Twitter-App oder so, dann kriegt man dann automatisch diese Fassung. Und das ist wirklich bemerkenswert, wenn man jetzt irgendwie so ein bei Sonnenschein ein Bild gemacht hat, wie dieses, ich nenne es mal jetzt so Flat-Design dieses gleichen Bildes, dann manchmal so plötzlich so völlig effektlos wirkt. Ne? Also da kann man dann manchmal reinfallen, wenn man so denkt auf dem iPhone-Display, oh, tolles Bild, das muss ich erstmal teilen. Und dann stellt man fest, wenn man das ohne HDR sieht, ja, dann ist es dann doch ein bisschen trüb. Ist ein bisschen flauer, ja. Ja, also ich würde ganz gerne noch ergänzen zu dem Thema Kamera, so mein Erleben, dass ich finde auch, dass die Kamera in den Grenzen, in denen sie sich bewegt, und Apple ist ja weiterhin sehr konservativ bei der Ziehung dieser Grenzen, dreifach Zoom Maximum und 12 Megapixel, dort haben sie es immer weiter optimiert, was überaus faszinierend ist und auch für viele Menschen, glaube ich, der ideale fotografische Alltagsbegleiter. Aber ich habe noch nie so stark wie in diesem Jahr den Wunsch danach verspürt, beim Zoom mehr machen zu können. Weil ich einfach auch so sehe bei Bildern von Mitbewerbern, dass das eben jetzt nicht schlecht ist und dass es deshalb nicht einen guten Grund gibt, das nicht zu tun, weil die Technik nicht ausgereift ist. Und da würde ich mir wirklich, das greife jetzt der Wunschliste vor für die Zukunft, aber das steht für mich ganz oben, dass der optische Zoom endlich mal weitergreift. Ich habe immer so mein Leuchtturm-Benchmark, wir haben hier so einen Leuchtturm da in der Gegend und den möchte ich endlich mal vernünftig aufs Bild bekommen. Das ist natürlich dann wieder so eine Frage, bauen Sie ob sie jetzt dann noch eine vierte Linse mit dazu bauen oder, weil das Ultraweitwinkel wollen wir natürlich auch behalten, um vielleicht zumindest in einem Satz noch das Makro, das ja nur auf den Pro-Modellen ist, auch das ist auch eine tolle Sache. Genau, ob sie dann den Ausschnitt vom Tele einfach noch mehr, also die Brennweite noch größer machen oder ob sie eine vierte Linse machen, denn manchmal ist halt auch schon
das aktuelle Tele zoomt schon zu nah ran, ne? Und man muss dann das zweifach Digital-Zoom nehmen, und ein Digital-Zoom ist halt nur ein Digital-Zoom, ne? Also das ist immer so eine Gratwanderung. Ja, definitiv. Das ist ein kleiner Rückschritt beim 14 Pro ja gewesen zum 13 Pro, dass die Hauptlinse, die ja wirklich die beste ist, wenn du so willst, das beste Objektiv, dass die von der Fokusdistanz etwas verloren hat. Also du musst mehr Abstand. Man merkt das manchmal, wenn man irgendwie Personalausweis einscannen muss oder solche Sachen oder ein relativ nahes Element einscannen muss, und Apps, die da noch nicht drauf eingestellt sind, die können dann nicht damit umgehen, weil das Bild unscharf dargestellt wird oder ein QR-Code einscannen möchte. Man braucht also einen weiteren Abstand zu dem Objekt, weil das Objektiv nicht in der Lage ist, da nah genug noch dann scharf zu stellen. Und natürlich kann halt das Pro dann auf die Weitwinkelkamera switchen für den Makromodus, aber die Apps müssen das halt auch unterstützen, wenn die das irgendwie anbieten für QR-Code-Scannen oder irgendwas, eben Perso einscannen. Und das machen nicht alle. Also das rennt man auch mal in einer Banking-App drüber oder sowas. Das ist immer eine sehr komische Geschichte, immer noch jetzt nach einem halben Jahr. Und natürlich auf der anderen Seite ist halt das Weitwinkelobjektiv. Die Makrofotos sind toll, aber das Weitwinkelobjektiv ist natürlich ein schlechteres Objektiv, wenn du so willst. Also da bricht es irgendwie an den Rändern ganz gern mal. Und das sind halt Sachen, wo du sagst, eigentlich würde ich, also ich empfehle auch immer auf jeden Fall diesen Makro-Button anzuschalten. Mit dem Makro-Modus in den Einstellungen für die Kamera findet man irgendwo, ich weiß gerade die genaue Bezeichnung nicht, Makro-Modus oder sowas. Also dass man halt eben einen kleinen gelben Button sieht, wenn der Makro-Modus aktiv ist, und man kann halt auf diesen Button drücken und den auch ausschalten, sodass man dann selbst ein bisschen mehr manuelle Kontrolle darüber bekommt. Wann switcht das Kamera eigentlich zwischen seinen verschiedenen, wann switcht das iPhone zwischen seinen verschiedenen Objektiven hin und her? Weil das macht es ja sonst natürlich auch automatisch. Und wenn man halt die Hauptkamera möchte, die normal, wie nennt Apple sie inzwischen? Ich glaube, sie haben sie jetzt auch umbenannt nochmal, oder heißt es, glaube ich, einfach Hauptkamera, Main Camera, dann das ist halt natürlich einfach das bestmögliche Objektiv, was man halt wählen kann. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viele Autos ihr in dem letzten halben Jahr gecrashed habt und wie vielen Schluchten ihr gefangen wart und musstet daraus gerettet werden. Aber dennoch sollten wir auch über das Feature Unfallerkennung und Notruf SOS via Satellit sprechen. Wurde viel Aufhebens drum gemacht. War es das wert? Also ist es so tatsächlich so spektakulär? Also ich war zum Glück in keinem Autounfall beteiligt im letzten halben Jahr. Ich hatte aber auch keinen Fehlalarm. Ich war allerdings auch nicht auf einer Skipiste, muss ich sagen. Also diese albernen weißen Pisten durch grüne Bergfelder, das war mir nicht geheuer dieses Jahr. Insofern war ich nicht sonderlich Fehlalarm. Ich halte mich auch von Fahrgeschäften auf Jahrmärkten fern. Also ich habe alle klassischen Fehlalarme für diese Autounfallerkennung habe ich links liegen lassen, und insofern hat das bei mir in keiner Form ausgelöst und zum Glück eben auch nicht in einer ernsthaften Situation. Die Satellitenerkennung habe ich natürlich ausprobiert, aber zum Glück auch nie in einer Notfallsituation benötigt. Ich weiß aber, dass hier bei mir schon recht nah an Wiesbaden dran im Taunus ein ganzer Berg an Bereichen gibt, an dem wirklich keine Mobilfunknetzabdeckung ist. Also für mich ist das tatsächlich ein zumindest gutes Gefühl, diese Satellitenfunktion praktisch in meiner Tasche dabei zu haben, wenn ich wüsste, ich bin in einem Gebiet, in dem ich irgendwie stürze oder in irgendeiner Form Notruf absetzen müsste und dann halt das über Satellit tatsächlich machen könnte, wo ich jetzt halt einfach liegen bleiben würde und dann darauf hoffen würde, dass innerhalb von Stunden vielleicht mal jemand vorbeikommt, weil es gibt halt echt erstaunlicherweise hier noch so ein paar recht einsame Regionen und Abschnitte, wo wenig Durchgangsverkehr ist, wenn man so will, oder auch an Personen. Also das glaube ich, kann auch in Deutschland findet man in den Mittelgebirgen und natürlich dann, wenn es Richtung Alpen geht, findet man, glaube ich, immer noch genug Bereiche, in denen man wirklich in einem kompletten Funkloch landet, wo auch wirklich vielleicht tatsächlich gar kein Mobil, also keins der drei Mobilfunknetze dann mehr vorhanden ist. Also das ist schon, und jetzt, dadurch, dass Apple ja jetzt schon angefangen hat, das so länderweise, stückchenweise, Land für Land halt auszudehnen und wir in Europa jetzt schon ganz nett abgedeckt sind, würde ich sagen, ist das natürlich auch auf Reisen dann ein tolles Tool, gerade wenn man jetzt spezifisch natürlich irgendwelche Bergtouren und Sachen halt macht, wo man halt in abgelegeneren Ecken ist.
Sebastian, Autounfälle bei dir? Nee, zum Glück nicht. Ich war Skifahren. Es war drumherum zum Glück auch etwas Schnee. Ich hatte aber auch keine Situation, bei der ein Fehlalarm hätte passieren können. Wobei ich da muss ich sagen, da verstehe ich auch nicht. Es kam ja da im Winter fast jede Woche dann eine neue Meldung, dass sich irgendwelche Notrufstationen aufregen, dass es so viele Fehlalarme bekommen. Ich meine, Apple hat ja die Daten, wo Skigebiete sind und die müssen eh so viel, also gerade bei den Karten mit ÖPNV und sonst was, mit so viel Unternehmen zusammenarbeiten und so kleinteilig arbeiten, dann kann ich doch da die Skigebiete herausnehmen aus der Unfallerkennung, wenn sie denn, und so war sie angekündigt, für Autounfälle gedacht sind. Ne? Ich dachte eh, dass es eher für Straßen oder mit CarPlay verbunden oder sowas dann funktioniert. Und wie es da zu so viel Fehlalarm kommen kann und wieso da Apple so lange nicht ein Update nachgeschoben hat, das finde ich ein bisschen komisch. Also da hätten sie auch ruhig länger handeln können, recht schneller handeln können. Wir wollen ja auch noch über die Apple Watch Ultra sprechen. Wir haben noch 2-3 kleine Punkte auf dem Weg dorthin über das iPhone. Ein kleiner Blick über den Tellerrand hinweg des iPhone 14 Pro runter zum Standardmodell. Dort haben wir ja dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr das iPhone 14 Plus ja gesehen als neue Größe. Dafür ist das Mini ja dann leider von uns gegangen, zumindest was jetzt ein neues Modell angeht. Ja, wie fällt da eure Zwischenbilanz aus? Hat sich dieser Größenwechsel ausgezahlt für Apple? Fehlt jetzt schmerzlich etwas mit dem Mini? Also das Mini haben ja viele betrauert, dass es eingestellt wurde, aber ich meine, nur trauern hilft halt nichts. Ne? Wenn sie es nicht gekauft haben, dann ist klar, dass Apple das dann einstellt. Und wenn es ein totaler Verkaufsschlager gewesen wäre, dann hätte Apple ja wieder einen Nachfolger gebracht. Also es gibt's ja auch noch, das 13 Mini, das kann man ja weiterhin kaufen. Das 14 Plus dagegen mit den 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale, das ist ja so groß wie das Pro Max. Und das ist einfach der Trend der Zeit, wenn man sich anschaut, wie die Android-Smartphones aussehen, da haben die meisten so große Bildschirme. Ne? Also insofern war klar, dass Apple auch bei dem günstigeren Modell auf diese Größe mit einschwenkt. Wir hatten allerdings ja auch schon Meldungen, dass das nicht unbedingt der Verkaufsschlager bisher ist. Kann ich auch nachvollziehen. Einerseits, weil das vielleicht nicht so die Zielgruppe ist von den Leuten, die gleich am ersten Tag bei der Veröffentlichung eines neuen iPhones sich dieses Modell kaufen würden, sondern die wollen halt das Top-Modell, ein Pro-Modell. Und andererseits ist es einfach noch zu teuer. Also das ist halt so ein Modell, das, wenn man dann mal wieder ein neues iPhone kauft, dann denkt man sich, ach ja, aber so ein großes Display wäre ja was. Und an diese Zielgruppe, denke ich, richtet sich's. Und auch der Straßenpreis, der liegt jetzt bei den großen Händlern dann gerade vielleicht so um die 1.000 Euro. Und das ist natürlich richtig viel Asche. Ne? Also kann sein, dass dann in 2 Jahren, wenn auch dieses Modell, also nicht dann der Nachfolger, sondern das 14 Plus dann noch ein paar hundert Euro günstiger ist, dass es dann bei der Zielgruppe, für die es gedacht ist, noch eher ankommt. Ja, ich meine, ich trauere dem Mini hinterher. Ich habe zumindest hast du eins gekauft? Ich habe auch eins gekauft damals. Ich klopfe mir da selbst auf die Schulter. Aber ja, also ich verstehe schon, warum es rausgeflogen ist letztlich oder warum sie jetzt nicht weiter die neuen Reihen mit aufgenommen haben in die neue Modellreihe. Aber ich finde es sehr schade um diese sehr ungewöhnliche kompakte Form, die es halt auch sonst auf dem Markt praktisch nicht mehr gibt. Also das Mini war ja das einzige ernsthafte Smartphone, was halt in einem wirklich sehr kleinen Formfaktor war und dafür ja immer noch ein recht großes Display geboten hat. Also man hatte ja wenig Abstriche und auch zum normalen 12er oder zum normalen 13er ohne Pro war das ja
Natürlich musste man an der Akkulaufzeit so ein bisschen knapsen, weil halt einfach weniger Platz war, weniger Platz für die Batterie ist. Und damit, das ist so vielleicht der größte Abstrich, den man mitnimmt. Aber es ist halt ein Gerät, was du wirklich bequem, ein Gerät, was du in der Hosentasche hast. Und ich, als ich das Mini damals neu hatte, oft gedacht hat, ich hätte es zu Hause vergessen, obwohl ich es in der Hosentasche hatte. Und das kann einem mit dem Pro und dem Pro Max nicht passieren, weil das macht einfach konstant auf sich aufmerksam durch seine schiere Größe. Und für mich war jetzt die Rückkehr zu einem großen Pro-Modell war für mich eine relativ schwierige, was Größe, Gewicht ist jetzt nicht so dramatisch, aber es fällt natürlich auch in diese Gleichung mit rein. Und ich bin, also wenn ich die Option hätte, zu einem 14 Mini zurückzukehren oder einem 15 Mini jetzt in der Zukunft zurückzukehren, wäre das für mich sicher eine sehr, sehr schöne Option. Wobei ich natürlich die dritte Kamera, das dritte Objektiv schon auch schätze. Also das war ja auch beim Mini, dass man halt eben nur das Zweikamera, das Dualkamerasystem halt hatte. Ist ja auch ein Abstrich gewesen jetzt zu den Pro-Modellen. Also ich würde schon Sachen vermissen, definitiv, aber ich finde es schade, dass für die kleinen Geräte, aber wenn halt die Nachfrage nicht da ist, dann kann man sich wahrscheinlich auch auf den Kopf stellen. Dann ist das leider so, genau. Ja, lasst uns, um das iPhone-Thema zu beschließen, nochmal kurz auf die Frage eingehen, was fehlt denn für die Zukunft? Wir hören ja jetzt ja schon sehr viel zum iPhone 15 Pro, die Leaker und die Gerüchteküche, die brodeln ja so vor sich hin. Aber was ist so was sind Punkte oder was ist vielleicht ein Punkt, wo ihr sagt, das fehlt mir akut? Worauf hofft ihr beim iPhone 15 Pro, egal wie realistisch oder unrealistisch das ist? Ich bin jetzt ja schon in Vorleistung gegangen mit dem Zoom. Wie ist das bei euch? Also meine Wünsche sind, glaube ich, alle unrealistisch. Das ist einmal eine vernünftige Akkulaufzeit. Das hat man schon. Dass das Kameramodul flach im Gehäuse ist. Das ist auch Utopie. Das wurde in den letzten Jahren immer größer, immer weiter raus. Ich meine, da liegt dann das iPhone natürlich immer wackelig auf dem Tisch. Google hat zumindest so ein Streifen über die ganze Seite bei seinem Pixel, dann liegt das natürlich auch besser. Und ich meine, das schaut so weit heraus, ich kann eine Ladestation für kabelloses Laden bei mir gar nicht nutzen, weil es halt so schräg da drauf liegt. Und ansonsten wünsche ich mir, dass es dünner und leichter wird. Auch das werden wir nicht bekommen. Also ein Mini wünschst du dir, habe ich das richtig gehört? Eindeutig. Nein, also das Display darf, also ich glaube, meine Lieblingsgröße ist dann schon die 6,1 Zoll Bildschirmdiagonale, also von dem normalen Pro. Ich glaube, durch diese eckigen Kanten, die machen es auch noch ein bisschen, die lassen es noch ein bisschen breiter wirken als jetzt diese Rundungen, die wir beim 8er vielleicht hatten. Und da dann auch ein bisschen kräftiger. Also es ist schon, Ziegelstein einfach. Ne? Ja, ich habe relativ wenig Wünsche ans iPhone, muss ich sagen. Also ich freue mich über natürlich immer über Verbesserungen an der Kamera und einen höheren optischen Zoom würde ich mich schon auch freuen. Ist aber nicht so, als wären das meine wichtigsten Wünsche. Also auch über USB-C freue ich mich, weil ich den Lightning-Anschluss jetzt doch schon als starkes Relikt empfunden habe und halt immer ein Kabel mehr mitschleppen muss, anstatt einfach nur mit USB-C unterwegs zu sein. Also das ist was ich als störend empfunden habe inzwischen oder empfinde inzwischen. Aber auch kein Beinbruch, ja. Also unterm Strich ist mir dann auch egal. Das eine Kabel mehr macht dann auch keinen Unterschied mehr im Gepäck. Und ja, also dann, es müssen jetzt irgendwie dann die größeren Sprünge kommen, vielleicht. Es muss irgendwas ganz Spannendes Neues werden. Vielleicht mal was zum Falten, vielleicht einfach irgendein komisches Headset, was ich mir auf den Kopf setze. Oder die Uhr, die ich einfach nehme statt des iPhones. Also so ein bisschen Alternativen. Das iPhone, ich meine, das Smartphone hat sich so bewährt jetzt in den 15 Jahren und auf der anderen Seite ist es halt, sind wir jetzt an dem Punkt, wo es halt auch so perfekt ist, dass diese Jahr-für-Jahr-Iterationen halt einfach sehr kleine Feinarbeit sind. Und wenn da jetzt mal wieder ein bisschen Abwechslung ins Spiel kommt, habe ich nichts dagegen. Dann lasst uns zum nächsten Produkt kommen und das wird jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass wir schon etwas fortgeschritten sind in der Zeit, ein Sprint, aber dazu passt die Uhr ja auch sehr gut, denn es geht um die Apple Watch Ultra, die ja unter anderem ja auch die Sportler besonders im Blick
hat als Zielgruppe. Aber lass uns doch erstmal über das Aussehen dieser Uhr reden. Das kann, oder ich sag mal so, das polarisiert. Ich stelle immer wieder fest in Diskussionen, es gibt die Fraktionen, die lieben es abgöttisch, und es gibt diejenigen, die sagen, nicht mit mir. Welcher Fraktion würdet ihr euch zuzählen? Ich finde es gut. Also ich mag schon auch das Schlichte, und hier stehen ja einfach das schlichte Series 8 oder Series 8 Design gegenüber dem Outdoor Design. Ich finde es auch schön, das Gehäuse ist sehr hochwertig, naja, wie eigentlich ja jedes so ein Top-Apple-Produkt, ne? Ist allerdings, die Uhr ist wirklich sehr groß. Also für einen schlanken Arm, wie ich sie habe, also ich trage sie in der Nacht sehr ungern. Tagsüber habe ich mich dran gewöhnt. Und oben hat es auch diese Kanten, die relativ scharf sind eigentlich. Also die spüre ich auch manchmal irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, in welchen Situationen. Kann sein, dass wenn man kräftige Arme hat, dass einem das dann nicht so auffällt. Also ich finde gut einfach, dass Apple mal ein anderes Design mit ins Spiel gebracht hat, nachdem man das andere jetzt doch etwas satt gesehen hat. Ja, ich habe auch das klassische Apple Watch Design, das war mir jetzt einfach nach den plus minus 8 Jahren, das hatte ich über, muss ich sagen. Also es ist natürlich mit der Series 7 haben sie es ja doch schon nochmal, also ich meine zumindest die Displays so ein bisschen größer gemacht, und es haben sich ja schon so kleine Designveränderungen ergeben, aber die Basisgestalt der Watch ist ja einfach seit 2015 unverändert, wenn man so will. Und da habe ich immer wieder im Laufe der Zeit hatte ich genug von und auch immer wieder überlegt, ach, ich kaufe mir mal wieder eine runde Uhr oder halt diese ganzen klassischen Spielereien. Und jetzt mit der Ultra war ich einfach ganz froh, dass überhaupt mal ein anderes Design ist. Und ich habe durchaus ein Faible für martialische Uhren, ja. Also ja, das, ja, so diese Outdoor-Tactical Gear und irgendwie diese Monster-Outdoor-Watches und haha, ich bin stabil und kann irgendwie gegen Felsen geschlagen werden. Das kam, hat mich gleich angesprochen. Also, das ist natürlich, ja, muss man vielleicht eine gewisse gewillt sein dafür, das als gute Uhr zu finden, aber deshalb hat es bei mir natürlich gut funktioniert, und deshalb war ich, wobei ich sagen muss, dass ich die Apple Watch Ultra auf den Bildern, auf die anfänglich halt rausgefallen sind, auch aus Apple, die offiziellen Produktbilder, deutlich unattraktiver finde als praktisch in Natura am Arm. Also ich finde, sie ist ein deutlich schöneres Objekt, wenn man sie sieht und trägt oder vor sich sieht, als halt auf einem Bild, weil auf dem Bild ist sie doch sehr in your face, also so sehr globiges Objekt. Das ist eine Uhr. Ja, 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 ja. Also es ist schon eine Ansage natürlich. Ich empfinde sie auch nicht als super riesig, muss ich sagen, obwohl ich auch jetzt nicht die größten Unterarme habe. Also insofern weiß ich nicht, aber da muss natürlich jeder für sich selbst irgendwie entscheiden. Also die Apple Watch war ja im Unterschied zu manch anderem, was der Uhrenmarkt so hergibt, ist die ja eigentlich eine sehr, sehr kleine Uhr immer gewesen. Und ich bin natürlich auch so diese GPS-Outdoor-Klunker gewohnt, die halt immer sehr massiv schon waren. Insofern war für mich die Ultra da, hat sofort funktioniert. Ja, ich würde auch sagen, vom Design her waren die bisherigen Series Watches ja eher so darauf aus, möglichst so eine Symbiose mit dem Arm einzugehen, sich anzuschmiegen, flach zu sein, soweit es eben möglich ist. Während die Ultra ist ja wirklich ein Statement. Ne? Es ist wirklich so, ich würde fast sagen, so das mutigste Design, das wir in der Apple Watch-Geschichte da wirklich jetzt gesehen haben, dass Apple da mal so andere Wege beschreitet. Und deshalb finde ich das auch gar nicht als Nachteil, dass sie polarisiert, weil das ist auch ein Teil dessen, was sie eigentlich attraktiv macht, ne? Dass sie wirklich, dass sie auch modisch einfach was wagt. Und das muss halt nicht jedem gefallen. Aber ich habe auch den Eindruck so, es gefällt halt überwiegend mir persönlich auch übrigens sehr. Also das ist schon eben sehr interessant an diesem ganzen Aussehen. Was habt ihr auf den euren Action-Button draufgelegt für eine Aktion? Muss ich jetzt mal fragen. Ich habe ihn ausgeschaltet. Das klingt. Also ich finde auch gut, dass die Apple Watch einen Action-Button hat, den man also auch für Training oder so dann irgendwas starten kann. Mir ist zu oft passiert, dass ich den aus Versehen gedrückt habe. Irgendwie, wenn ich den Arm so gedrückt habe oder die Hand so abgewinkelt habe, dass dann plötzlich ich was aufgerufen habe. Aber es ist ja praktisch, man kann auch den Action-Button mit
nichts belegen und das ist aktuell meine Einstellung. Ja, interessant. Also nee, bei mir springt der direkt in ein Lauftraining, also direkt in die praktisch in den Start, so nicht in die Trainings-App, das kann man ja auch machen, so dass man dann immer nochmal auswählen muss, aber das ist einfach so der direkte Weg ins Training ist der Action-Button. Also der macht seinem Namen bei mir hoffentlich alle Ehre. Und es gab ja jetzt, das haben sie ja jetzt endlich und nur bei der Ultra nachgeliefert, dass man diesen, Apple nennt es glaube ich Präzisionsstart, also dass man das Training startet, aber die Aufzeichnung noch nicht startet. Und das ist ja was andere GPS-Uhren seit, keine Ahnung, schon immer machen, dass die natürlich erst versuchen, ein gutes GPS-Signal zu haben und halt von mir aus den Puls am Handgelenk zu erfassen und halt praktisch die Basiswerte bereitstellen, während die Apple Watch immer so Magie gemacht hat. So, ja, du kannst dein Training ruhig starten, auch wenn ich nicht weiß, wo ich bin und keine Ahnung habe, wie das GPS-Signal ist und so. Starte einfach dein Training, die Uhr macht wundersame Sachen. Am Schluss hat sie dann irgendwelche irren GPS Track-Spuren am Anfang und meistens geht es gut, wenn du dein iPhone dabei hast und in der Stadt bist und so ist das nicht so ein Problem, aber wenn du halt irgendwo draußen bist, dann das war suboptimal und jetzt kann man das wenigstens bei der Ultra halt einstellen, dass man praktisch diese doppelstufige hat und die Ultra zeigt dann an, GPS-Signal ist vorhanden, blauer leuchtet dann blau und dann kann man das Training halt wirklich aufzeichnen und ja, deshalb, das ist in Kombination mit dem Action-Button für mich eine sehr schöne Form, um halt relativ schnell, also ich drücke den Action-Button, um das Training zu starten und dann nochmal, um die Aufzeichnung zu starten und deshalb empfinde ich den als sehr praktisch und ist bei mir im Alltag das gut angekommen, aber halt nur für diese eine Funktion. Das ist auf der anderen Seite ist es auch sehr begrenzt, wenn man so möchte, aber ich bin froh, dass da eine Taste mehr dran ist. Das wäre Malte, hast du Spezialtipps noch für den Ultra? Ja, Spezialtipp jetzt nicht. Ich kann das mal kurz zeigen. Ich zeig das mal für die Zuschauer hier auf YouTube. Ich habe einfach die Taschenlampe draufgepackt. Ja. Weil ich die häufiger tatsächlich mal brauche und dann ist das echt nützlich, dass man dann eben nicht erst dann diese Wischgeste machen muss, um das Kontrollzentrum da aufzurufen und dann, es ging auch, ne? Es war jetzt nicht so, dass das unmöglich schwer war, aber es ist lustig, wie viel Komfort es eben bietet, wenn man so eine oft genutzte Funktion eben auf Tastendruck haben kann. Also es war eine schwere Entscheidung. Ich habe auch so ein bisschen so geschwankt mit Gehtraining noch als Alternative. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass man vielleicht so mit Doppel- oder Dreifachklick noch so eine Art Tiefe bringt. Man kann natürlich auch sich einen Shortcut basteln, gibt es auch schöne Anleitungen im Netz, dass man so ein Auswahlmenü hat, aber das ist ja eigentlich wieder ein Schritt zurück. Ne? Auswahlmenü, da kommen wir her. Wir wollen ja eigentlich so haptisch das eben so mit Klicken dann haben. Ja, aber wirklich schön, dieser Action-Button. Sport. Wir hatten ja eine eigene Folge vom Mac and I Podcast auch gemacht über das Thema Tauchen. Da hat Sebastian uns ja berichtet. So, ja, Ultrasportfunktion, denn das ist ja so ein sehr starker Use Case. Wie seht ihr dieses ganze Thema? Also das Tauchen an sich, das ist natürlich, ich will nicht sagen ein Alleinstellungsmerkmal. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch die Konkurrenz schon Uhren angekündigt. Der muss ja halt gewisse Eigenschaften leisten und auch entsprechend zertifiziert sein. Und dann muss ja auch so vertrauenswürdig sein, dass ein Taucher sagt, okay, ich nehme dich mit unter Wasser und hoffe, dass du mir alles richtig anzeigst. Und wenn man dann unter Wasser ist, dann hat man wirklich eins der besten Smartwatch-Displays und hat es dann unter Wasser. Also im Vergleich zu meinem Tauchcomputer ist das echt top. Also das ist ein Wahnsinn. Und für sowas ist wirklich ein schöner Mehrwert. Ich weiß nicht, ob sich jemand extra deswegen kaufen würde. Ein Tauchguide von mir, den ich vor ein paar Monaten bei einem Tauchurlaub hatte, der hat auch gesagt, also sobald die App da ist, die von Oceanic. Apple bietet ja nur eine tiefe App an, die zwar die Tiefe anzeigt, aber eben nicht, womit man einen Tauchgang planen und durchführen kann. Meint, wenn die App da ist, dann kauft er sich die auch, weil er schon vom Display so begeistert war. Ansonsten für anderen Sport, also ich habe mal meine Kollegin, die Inge, noch gefragt, die ja auch gerne mal andere Sportuhren testet in der Mac and I, was ihr so auffällt, was sie am meisten vermisst bei der Apple Watch Ultra. Und das ist erstmal die Akkulaufzeit, ne? Also die Ultra muss man halt doch eigentlich jeden Tag laden und es gibt Sportuhren, die also tagelang mit einer Akkuladung reichen. Also da ist das ganz normal.
die dann auch mehrere Druckknöpfe haben, wo man dann nicht nur einen Action-Button hat, um dann zum Beispiel jetzt die Rundenzeit, also eine Runde zu beenden oder sowas. Also vieles, was die Apple Watch vielleicht auch bietet, aber nicht von sich aus. Oder man kann dann auf den Action-Button eben immer nur eine Funktion legen. Oder man muss sich dann eine andere App noch dafür runterladen, weil es Apple erstmal nicht bietet. Aber im Prinzip hat Apple ja auch die Trainings-App noch verbessert im letzten Herbst und damit ist schon einiges möglich. Also jetzt zum Laufen verwende ich eigentlich gerne die Apple-Lösungen komplett. Hast du es dafür andere Anwendungen, Leo, oder machst du das auch mit Apple? Nee, ich benutze schon auch die Training-App oder Apples Trainings-App benutze ich schon auch oft. Sie ist einfach angenehm, also sie ist halt sehr, arbeitet relativ sparsam, auch im Unterschied zu manch anderen Dritt-Apps und sie funktioniert auch meistens gut. Sie hat nur das Problem, dass man relativ schnell das Training beendet. Also zum Beispiel, wenn es regnet, sollte man eigentlich den Bildschirm sperren, weil da kann es schon sein, dass der Ärmel mal drüber schleift und im Zweifelsfall das Training beendet, was absurd ist und niemals passieren dürfte und wo man natürlich mit einer Uhr mit Tasten Steuerung deutlich sinnvoller bedient ist, aber das ist halt einfach so ein Ding, was die Apple Watch mit sich bringt und wo sie auch bis jetzt, also auch das, eigentlich müsste man das Beenden nochmal extra bestätigen oder sowas, da könnten sie auch noch, ist halt nervend natürlich, wahrscheinlich für den normalen Nutzer super überflüssig, aber für jemanden, der halt irgendwo draußen bei Schutt und Regen unterwegs ist oder so und dann, also das Training, das sich selbst beendet oder halt unabsichtlich beendet wird, ist halt ein absolutes No-Go für eine Sportuhr und das haben sie noch nicht endgültig gelöst, aber da muss man halt dann eben mit dem Wassermodus hantieren, der es dann das Display sperrt. Und das geht dann schon auch. Ansonsten, ja, ich meine, die Akkulaufzeit ist halt schon und macht natürlich schon einen Unterschied aus. Jetzt auch nicht so, als wäre ich irgendwie den ganzen Tag beim Triathlon mit der Uhr unterwegs gewesen, aber es ist auch extrem angenehm, zum Beispiel bei einem sehr niedrigen Akkulaufstand, Ladestand immer noch einfach loslaufen zu können. Und da kannst du auch irgendwie für eine Stunde oder zwei noch laufen, wenn die Uhr halt 15% hat. Das kannst du halt mit einer normalen Apple Watch, da wird das Tracking irgendwann wahrscheinlich aufhören oder wirst du die ganze Aktivität vielleicht nicht mehr aufzeichnen. Und das sind schon Unterschiede, die sich irgendwie im Alltag bemerkt machen und die ich als extrem angenehm finde. Und die großen Fehlstellen für mich sind halt, dass halt Navigation, Outdoor-Navigation halt überhaupt nicht vorhanden ist im Moment. Also Routen zu importieren, zu planen. Planen ist natürlich eine eigene Geschichte, die schwierig ist, aber überhaupt halt du hast halt Dritt-Apps, also Work Outdoors ist der Klassiker, der dir halt eine OpenStreetMap-Karte einfach da drauf bringt, in den du halt irgendwelche GPX-Tracks reinladen kannst und dann halt deine Route nachlaufen kannst. Aber wirklich eine Outdoor-Navigation, wie sie halt bei Garmin zum Beispiel, bei den Flaggschiffen Modellen oder bei den teureren Modellen zumindest geboten wird, das ist halt was eigentlich bei so einer Art von Uhr auch durchaus mit dazugehört. Und da hoffe ich immer noch, dass Apple relativ schnell nachbessert. Oder halt auch die einzigen Sensoren, mit denen die Apple Watch spricht oder WatchOS spricht, sind halt Bluetooth-Herzfrequenzmesser. Das ist schon mal gut, ja. Die kann man natürlich benutzen fürs Training, aber du kannst halt keinen Sensoren von deinem Fahrrad da irgendwie zum Beispiel anbinden. Du kannst da keine Leistungsmessung vom Fahrrad anbinden und den ganzen Krempel. Also da bist du halt, gibt's einfach, wird nicht unterstützt. Warum? Weil Apple noch keine Lust dazu hatte, noch nicht dazu gekommen ist, es nicht bemerkt hat, keine Ahnung, aber ist halt für diese Form von Uhr, ist es halt eine klare Fehlstelle, die unbesetzt ist. Das mag einen dann nicht stören, wenn man halt nicht mit dem Rad unterwegs ist, ist es halt irrelevant vielleicht oder halt keine Sensoren da benutzen möchte, aber für die, die es halt möchten, müsste das eigentlich folgen, früher, besser früher als später. Wie ist es denn mit normalen Nutzern? Also da reduzierten sich ja die Punkte, die sich abheben jetzt von der Series Watch dann schon eben um einige. Und ich persönlich muss ja sagen, ich habe ja lange Zeit mir das schön geredet, ich brauche keine Ultra, weil ich gesagt habe, ja, ich bin ja kein Sportler, ich tauche nicht und so weiter. Also für mich lohnt sich das jetzt gar nicht. Ja, dann habe ich sie in Augenschein genommen und festgestellt, aber auch das Aussehen und so weiter ist ja eigentlich schon Grund genug, so eine Uhr zu haben. Bin ich da ein Einzelfall oder würdet ihr sagen, normale Nutzer sind genauso empfänglich für diese Uhr wie Ultrasportler? Denke ich schon. Also siehst du schon an uns dreien jetzt eigentlich, wir haben uns am normalen Outfit, am normalen Design der Apple Watch satt gesehen und da ist schön, wenn mal was Neues kommt.
Das Display ist noch ein bisschen besser. Da profitiert natürlich jeder davon. Die Akkulaufzeit, wie Leo schon sagte, ist besser. Da profitiert jeder davon. Den Action-Button, die Taste auch. Also klar, warum sollten das nur Sportler sich kaufen? Nö, ich glaube, dass wer Bock drauf hat oder das Design mag, ich glaube, es ist vor allem eine Designentscheidung bei vielen. Mhm. Ja, also die Bonussachen, die Sebastian gerade schon angesprochen hat, die Ultra halt über den anderen, also über den anderen Apple Watches ansetzt, von denen profitiert eigentlich jeder, nicht nur der Sportler, der irgendwie langes Tracking machen möchte. Und auch jemand, der vielleicht einfach mal wandern geht, hat ja schon einen Vorteil, weil du halt irgendwie eine Tagestour halt aufzeichnen kannst, ohne Angst zu haben, dass dein Akku zwischendrin vielleicht dann sich verabschiedet. Also das sind Sachen, die, glaube ich, die Uhr insgesamt sehr attraktiv machen. Und das Display ist halt ein Sprung, sowohl von der Größe als auch von der Helligkeit. Es sieht halt einfach extrem gut und brillant aus und deutlich besser als bei den anderen Apple Watches, sowohl im inaktiven als im aktiven Modus und draußen bei Sonnenlicht. Also, und die Größe macht halt wirklich nochmal einen Unterschied. Es ist halt jetzt wirklich, jetzt sind wir so ein bisschen an der Punkt angekommen, dass es so ein bisschen wie ein kleines iPhone ist am Arm. Ne? Es ist zum ersten Mal wirklich eine Computeruhr geworden. Da hast du dein Mini, Leo, da hast du es. Mein Mini ist nicht viel größer als die Watch. Ja, sprechen wir noch über den Preis. Da ist ja auch so ein bisschen drüber diskutiert worden. Die große Sorge, dass das künftige Flaggschiff-Modell der Apple Watches kostet jetzt um und bei 1.000 Euro. Wie seht ihr mit einigen Monaten Abstand diese Diskussion? Also wie findet ihr den Preis? Ist der angemessen? Ist der teuer? Das ist natürlich teuer, aber also wenn man die normale Apple Watch Series 8 mit die größere Variante mit Mobilfunk noch, da zahlt man auch, also UVP 660 Euro mindestens. Das heißt, das sind jetzt keine 300 Euro von der SE, der Einstiegspreis. Ne? Der Preis ging wenig runter. Ich habe vorhin mal noch geguckt, also bei den großen Händlern kostet auch überall über 900 Euro. Also UVP war, glaube ich, 1.000 Euro. Vielleicht wird sie dann irgendwann mal, wenn sie ein Jahr alt ist, noch ein bisschen günstiger. Sonst muss man sich halt überlegen, ist es einem wert oder nicht. Ja, also der Preis ist definitiv schmerzhaft. Auf der anderen Seite eben, wenn es mit den anderen Materialien, die Apple ja auch schon immer im höheren Preissegment angeboten hat, Vergleich ist es ja auch. Früher gab es ja die Apple Watch immer mal wieder auch in Titan oder in Keramik und die waren ja auch plus minus im 1.000-Euro-Schnellsektor, ja, von den Hermes-Dingern mal ganz abgesehen. Aber ich meine, jetzt irgendwie Lederarmbänder ist natürlich auch ein anderes Thema. Also ich würde mir schon wünschen, ich könnte auf viele Elemente, die Ultra so teuer machen, könnte ich verzichten. Ich brauche kein Titangehäuse, ich brauche auch keinen Mobilfunk, keinen zwingenden Mobilfunk-Chip-Integration und ich bräuchte auch kein Saphirglas. Also ich könnte mir sozusagen, so wie es ja für die normale Apple Watch das Aluminium-Modell gibt, was ich immer als völlig ausreichend fand, weil wofür irgendwie Aufpreis für Materialzeug zu zahlen, könnten sie auch die Ultra noch mal praktisch 1:1 so machen, wie sie jetzt ist, aber eben mit einem Aluminiumgehäuse und halt einem anderen Glas und halt in der Form so, dass man den Preis halt irgendwie eher Richtung 500 Euro bringt und halt nicht Richtung 1.000 Euro. Also das würde ich mir wünschen, ob Apple diesen Weg geht. Ich befürchte, sie gehen eher in die andere Richtung, aber das werden wir dann sehen. Ja. Ja, schauen wir mal. Das führt uns aber auch zu der Frage, und du hast es vorhin ja aufgebracht, Leo. Wir wissen ja noch gar nicht, in welchem Intervall eigentlich diese Apple Watch Ultra gepflegt wird. Werden wir jetzt im Herbst genauso wie bei der Series Uhr dann eine Neuauflage sehen oder wird möglicherweise diese neue Modellreihe in größeren Intervallen aktualisiert? Wir können ja hier nur Prognosen abgeben und so aus unserem Erfahrungsschatz so ein bisschen ableiten, aber wie seht ihr das? Wird es im Herbst die Ultra 2 schon geben? Also die Gerüchtelage, die habt ihr wahrscheinlich eher im Blick. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Apple die jetzt erstmal so, wie ja bei den anderen Modellen auch, über mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Generationen so beibehält. Und ich kann mir gut vorstellen, nachdem das ja nicht so ganz der Rohrkrepierer zu sein scheint, wie man schon an uns dreien sieht, dass sie dann
die mit einem neuen Chip herausbringen werden, auch äußerlich dann unverändert, aber zumindest eben den Chip aktualisieren und nicht nur das alte Modell weiter im Programm lassen. Denn dadurch können sie natürlich dann auch wieder den vollen Preis dafür erheben. Ja, also große, spektakuläre Neuerungen erwarte ich bei der Ultra auch nicht in diesem Jahr. Also wenn sie was machen, würde ich auch, sehe ich auch nur irgendwie einen Chip, der intern halt dann neuer ist. Einfach einen hochgeschraubt. Wo sind wir dann? S9. Ja, also vielleicht gibt es ja, ich meine, sie haben ja auch den Chip haben sie auch praktisch immer umgelabelt in den letzten Jahren. Also die Frage ist, ob wir jetzt von dem Apple Watch Prozessor auch nochmal insgesamt einen Sprung sehen. Es ist immer noch so, als würde die Apple Watch, ich meine, die war am Anfang ja wirklich furchtbar langsam, so ganz am Anfang, und dann haben sie es sehr schnell in den Griff bekommen, und jetzt ist es so, also gefühlt weiß ich nicht, dass ich irgendwie, also da hängen andere Sachen, da hängt dann irgendwie eine Netzwerkverbindung oder irgendwas, andere Elemente können Sachen auf der Uhr langsam machen, aber dass jetzt irgendwie die normalen Apps irgendwie furchtbar lang brauchen oder so, ich glaube, da ist es, da könnte Apple eher mal ein bisschen mehr im Hintergrund zulassen und gerade bei der Ultra sozusagen auch darauf eingehen, dass halt mehr Akku da ist in der Hinterhand und Komplikationen sich auf dem Ziffernblatt öfters aktualisieren können und solche Sachen. Da sind wir ja noch ganz bei WatchOS gefühlt immer noch recht weit am Anfang. Und ja, und deshalb glaube ich, insgesamt wird es wahrscheinlich ein recht ruhiges Apple Watch, ja, wenn man sich die Gerüchteküche bis jetzt anschaut. WatchOS soll ja hoffentlich dann mehr bekommen. Das sehen wir dann in einem Monat. Da werden wir uns sicher auch drüber unterhalten, wenn es soweit ist. Aber die Apple Watch selbst wird vielleicht auch nur ein kleinerer Sprung sein. Bis jetzt, ich meine, das große Problem ist halt, dass die großen Sprünge bei den Gesundheitssensoren sind nicht greifbar im Moment. Ja, also Blutdruckmessung und vor allem natürlich Blutzuckermessung sind halt Sachen, die vielleicht also auf viele Jahre noch vor uns liegen. Blutdruck vielleicht ein bisschen weniger lange Zeit, aber es ist auch nicht so, als wäre das jetzt in diesem Herbst schon spürbar. Und das wären natürlich die nächsten großen, großen einschneidenden Sprünge. Ja, was wir gesichert sagen können, ist, dass wir der nächsten Apple Watch Ultra anderthalb Stunden näher sind als zu Beginn der Sendung, wo wir hier angefangen haben, die 6-Monats-Bilanz zu ziehen. Ganz nah dran sind wir aber an unserer Frage, nämlich der Rubrik, in der jeder uns an podcast@macandi.de, die E-Mail-Adresse ist ja auch unten eingeblendet, eine Frage stellen kann oder gerne auch mehrere Fragen. Wir suchen auf jeden Fall immer mal eine Frage aus und stellen sie unseren Experten, beantworten sie hier in der Sendung. Ja, und die heutige Frage, wer mag sie vorlesen? Ja, die heutige Frage zielt auch nochmal auf die sehr großen Kameras, großen Fotos des iPhone 14 Pro ab, das zumindest, wenn man auf die 48-Megapixel-Kamera umschaltet und entsprechend, also den vollen Sensor nutzt und entsprechende Monsterfotos von 70, 80, die können ja bis über 100 Megabyte im Einzelbild groß sein, dann müssen die ja irgendwo hin und dann sind die halt lokal, aber wenn man sie natürlich in iCloud oder irgendwo serverseitig auch auslagern möchte, hat man ja das Problem, dass die natürlich auch extrem iCloud-Speicherplatz belegen. Und die Frage ist jetzt, kann man sich da irgendwie rauswinden, Sebastian, zum Beispiel mit Sachen wie den geteilten Alben, die halt eben nicht gegen das Speicherplatzkontingent gerechnet werden? Genau, also das stimmt, die geteilten Alben, die zahlen nicht auf den iCloud-Speicher ein. Als Fotoarchiv sollte man es aber auf keinen Fall verwenden, denn in geteilten Alben sind die Bilder stark komprimiert und also nicht nur stärker komprimiert, sondern auch wirklich verkleinert. Also die Seitenlänge, die maximale, ist dann bei einem normalen Foto 2048 Pixel. Und ein Bild ist dann, also gerade auch ein Pro-Raum mit 12 Megapixel oder so, mit 25 Megabyte oder wie du schon sagst, noch ein viel größeres von der großen Kamera. Das wird dann noch, ist dann noch so ungefähr 800 Kilobyte. Ich habe mal nachgeguckt. Groß. Und auch Videos dürfen maximal 15 Minuten lang sein und werden auch auf 720p heruntergerechnet. Und es ist nicht nur, und man sieht einen deutlichen Unterschied. Also als Archiv geht's auf keinen Fall. Ist natürlich praktisch, dann immer mal noch Bilder online vorzuhalten, die man daheim noch auf der Festplatte hat, aber in seinem iCloud-Speicher keinen Platz mehr. Dafür ist natürlich schon gut. Aber Apple hat auch ein paar Begrenzungen noch gesetzt. Also man darf in einem geteilten Abo maximal
einem geteilten Album maximal 5000 Fotos, glaube ich, haben. Und die Anzahl der Alben und wie viel man pro Tag und pro Stunde hochlädt, sind auch nochmal begrenzt. Also Apple hat es schon so ein bisschen geregelt, dass man das nicht zu sehr ausnutzt. Ja, weil für ein normales geteiltes Album sind die 5000 ja recht großzügig bemessen, würde ich sagen, um mal halt Urlaubs. Ja. Also man gibt auch Leute, die 10.000 Fotos im Urlaub machen, so ist es nicht. Aber die teilt man dann vielleicht auch nicht unbedingt alle. Und ach so, einen Punkt, den gibt es natürlich bei den geteilten Alben noch zu bedenken, der mir gerade eingefallen ist, ist, dass wenn man die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die erweiterte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für iCloud anschaltet, also diese, wie nennt sie Apple, erweiterter Datenschutz für iCloud, dann sind die geteilten Alben deaktiviert und die verschwinden auch einfach aus der Fotobibliothek. Also ist etwas, was nicht kompatibel ist zu Ende-zu-Ende-Verschlüsselung offensichtlich von iCloud Fotos oder was Apple halt ausgespart hat oder sie, weiß ich, keine Lösung haben. Es ist ja so, dass die geteilten Alben eben per se eigentlich dafür angelegt, gedacht sind, natürlich auch geteilt zu werden und da halt andere Leute zu einlädst. Und da haben sie sich mit der Verschlüsselung da einfach aus der Affäre gezogen und gesagt, nee, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt es halt nur für die eigene iCloud-Foto oder die geteilte iCloud-Foto-Mediathek auch, aber nicht für die geteilten. Da würde ich fast sagen, da sind wir am Ende, glücklicherweise nur mit der Sendung und nicht selbst. Ich danke euch, Sebastian und Leo, für diesen spannenden Blick auf eben die ersten Monate mit dem iPhone 14 Pro und der Apple Watch Ultra. Mal gucken, was uns da erwartet, wie es weitergeht mit dem Apple Line-Up. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Schreibt uns gerne, und nicht nur, wenn ihr Fragen habt, sondern auch Meinungen zur Sendung. Einige begleiten uns ja auch kritisch, andere freuen sich jedes Mal. Wir freuen uns über jede Mail, über jeden YouTube-Kommentar, natürlich auch über Likes und Abos bei YouTube, wo es dann die Sendung ja zum Nachgucken gibt. Zum Hören gibt es in jedem gut sortierten Podcast-Player. Ja, und wer mag, die nächste planmäßige Sendung ist dann oder wäre dann am 19. Mai 2023. Dann sind wir wieder hier zu haben mit dem Mac and I Podcast. Ich sage bis dann. Tschüss. Bis in zwei Wochen.